So, Dalla, jetzt dürfen wir den Dicken wieder machen. Aber ich hoffe, ich schaff's diesmal, weil das letzte Mal ist es ja ein bisschen schief gegangen. Ja, toll. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Aber egal. Wir nehmen jetzt auf. Ja, den Dicken, den müssen wir erledigen. Genau, das war hier. Ah, verdammt. Nee, schmal, da bin ich runter. Da muss ich hin lang. Resident Evil lässt mal wieder grüßen, wie immer. Bolzen zu fehlen. Ist doch auch Bolzen? Das ist der Explosivbolzen. Ich denke mal, das wäre vielleicht besser. Mal kurz nachladen. Gut, weiter geht's. Hier laufen wir nur mit der Pistole rum. Resident Evil lässt grüßen, meine Freunde. Resident Evil lässt wirklich grüßen. Vielleicht habe ich auch überlegt, die Cam auf die andere Seite zu machen. Vielleicht ist das sogar besser. Mal gucken. Soll uns ja jetzt nicht stören. Will abgeschnitten wird er sowieso nicht. So. So, wo muss ich nochmal hin? Zu dem Typen da. Ich glaube, da entlang, oder? Sehe ich das richtig? Oh. Ah, drüber. Also hier kann ich normal laufen, dann kommt der Typ da hinten wieder. Ist hier alles abgesperrt und dann haben wir wieder diesen Dicken. Boah, wie gebe ich den am besten? Ey, gleich mit Explosivfallen? Ja, vielleicht sinnvoll. Gleich mal aufs Harte gehen. Gleich mal drauf auf die Musch. Und hoffen, dass alles gut wird. Das letzte Mal konnte ich ihn ja nicht schlagen. Das war mein Problem. Okay. Alle guten Dinge sind zwei. Ich befürchte, er weiß ganz genau, was er tut. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Ja. Was ist passiert? Theodor hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verpasst. Das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Ja. Geht schon wieder los. Geht schon wieder los, dass ich. Warte, 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 warte. Ja, komm doch her. Gleich mal eine mitgegeben. Okay, jetzt hat er noch eine mitgekriegt. Also ich hoffe, ich bin auf der richtigen Spur, dass ich ihn töten muss, ja? Hier bin ich so ein bisschen in der Falle. Leider. Yeah. Scheiße!
Ja, das befürchte ich leider auch. Okay, das hat schon mal was gebracht. Er hat seine Maske runtergetan. Also, er spürt's. Er spürt es. Ja. Du mich auch. Du mich auch, mein Freund. Ich muss gereinigt werden. Alles klar. Ich bräuchte einen Feuerlöscher, bitte. Ja, jetzt lauf doch mal, bitte. Lauf doch mal. So. Ja. Und alles brennt immer noch ohne Ende. Nein. Viel Spaß! Ah, verdammt! Also das Ding ist ja, ich weiß noch nicht, wie ich den aufhalten kann. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Ja! Kippst du jetzt endlich mal um? Solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Na toll. O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Okay, dann schauen wir mal. Beschädigter Flammenwerfer. Flammenwerfer. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Könnte es eine sehr gute Waffe werden. Definitiv. Also der nächste Raum wäre dann der hier, denke ich mal. Und wir hatten auch keine andere Wahl. Also einmal hat er mich ja schon gekillt und wir mussten uns verteidigen. Anders ging es nicht. So. Öffnen wir. Oha.
Okay, was haben wir hier? Es sind viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Genau, das schätze ich nämlich auch mal. Oh, da ist was, was wir angucken können. Nein, ich werde niemals ungehorsam. Wer, Meister? Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Pater Theodor. Das zu hören, erfüllt mich mit Stolz. Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein, ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich, was immer sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Okay, auf gut Deutsch gesagt, die Yukiko, die da hier, die wäre wahrscheinlich gestorben. So, wartet mal, bevor ich jetzt hier weitermache, hau ich mir schnell mal eine Spritze rein. Ah, tut das gut. ja. So, dann haben wir hier... Markenzeichen. Theodor hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Ja. Jetzt wissen wir, was wir vom Priester halten müssen. Nee. Oder auch nicht. In dem Spiel auf jeden Fall sollte man einem Priester nicht trauen. So. Achso, hier komme ich dann hier raus. Sebastians Zimmer. Ja, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wie viel habe ich eigentlich? Kann ich jetzt schon was neu updaten oder so? Ich habe ja gerade 9050. Wir schauen mal kurz. Wir schauen tatsächlich mal kurz. Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Könnte schon sein. Ich finde es süß. Gucken wir mal kurz. Also, 9500 ist ja nicht wirklich viel. 12.000, dann müssen wir das auch noch freischalten. Trotz, wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Ja, ich weiß nicht. Erhöht die Menge der Regeneration Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Ich würde eher gerne das hier freischalten, aber dazu brauche ich 12.000, also das wird noch ein bisschen dauern. Laufen wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, 12.000 brauchen wir dafür. Wir sparen. Wir sparen. Aber es wäre bestimmt wichtig, das grüne Gel zu sparen oder noch mehr zu kriegen. Das wäre natürlich wichtig. Okay. Weiter geht's. Ja, da ist er wieder. So. Gucken. Warte mal, das war die Tür zur Ebene 4 und da muss ich durch, glaube ich, oder? Ist das so oder ist es nicht so? Ich hoffe, es ist so. Okay. Also Theodor Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodor will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Ja, das kann man wirklich nicht zulassen.
Sonst wären sie alle nur noch Psycho. So wie er gerade. Das ist nicht so tolle. Und wir wissen ja, wenn wir im Stem sterben, dann sind wir auch wirklich tot. Okay, das ist jetzt immer gruselig. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Okay. Können wir uns vorher nochmal umgucken, bevor du das Ganze in die Luft jagst? Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Ah. Okay, wir können uns hier nochmal umgucken, bevor das Ding da die ewigen Jagdgründe schickt. Na, hoffe ich mal, dass es so ist. Oder es ist... Oh, warte mal. Ein Schlüssel gefunden. Ja, nice. Müssen wir dann später mal gucken, was wir in dem nächsten finden. Also in dem nächsten Schließfach, was wir aufmachen können. Vielleicht ein bisschen Gel wäre geil. Munition, naja, wäre nicht so der Knaller, aber Gel wäre immer gut. So, ich denke mal, wenn wir jetzt da nicht nachgeguckt hätten, dann hätten wir das wahrscheinlich übersehen. Deswegen, wie gesagt, warte mal, war das V oder? Verdammt. Was war jetzt nochmal die Lampe? Nee, das war das. Maustaste war das. Wir gucken uns nochmal so um, weil wir können ja im Dunkeln schnell was übersehen. Es wäre schade, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Figuren und so weiter irgendwie übersehen würden, weil das hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr viel weiter. So, hier sind lauter Stem-Lampen, Badewannen, wo wir vielleicht raus könnten, im Prinzip. Rein theoretisch, aber nicht so ist, weil die alle kaputt sind. So, dann würde ich sagen, okay, dann, ja. Sag mal, Torres. Jetzt bin ich mal gespannt. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Das ist wohl richtig, weil ich habe keine Ahnung, was passiert. Was machen sie bei Morpheus? Nichts für ungut, aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Ich verstehe. Ja, das verstehe ich. Dass nicht immer alles gesagt wird, wenn du einen neuen Job anfängst. Das verstehe ich vollkommen. Wäre auch blöd, wenn eine Geheimorganisation
irgendwie gleich ihre Geheimnisse preisgibt, oder? Und du deswegen dann, ja, nicht beitrittst. Das wäre doch richtig blöde, oder? Ich verstehe. Machen wir es scharf. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Eigentlich habe ich alles. Ich habe ja Munition noch dabei und so weiter. Ich will auch euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Packen wir es Es an. kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Was für eine Ausrüstung? Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Wow! Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Crazy. Okay. Lily, du bist hier. Kapitel 12. Der Abgrund.